Sie haben nun Ihren Text auch gelesen, ihn verglichen mit meinen Aufnahmen. Ich möchte noch einige Erklärungen auch mündlich nachliefern. Ciao Mario, ciao, nicht ciao, sondern ciao Mario. Und bei Mario das A, I, O muss klar artikuliert sein. Vado a Udine domani ist ein sehr schönes Beispiel für die stimmhaften D. Und die hört man auch. Ja? Ich sage nicht, ich fahre morgen nach Udine, Udine, sondern Udine. Vado domani. Das muss wirklich stimmhaft sein, wenn Sie zur Kontrolle die Hand vorne auf den Hals legen, werden Sie sehen oder spüren, wie das schwingt, wenn Sie ein D sprechen. Und vado a Udine domani muss zusammengesprochen werden, als wäre es ein Wort. Mi fermo a Gemona, das R bitte aussprechen, dass nicht ein Fermo draus wird, dass das E danach noch aufgerissen wird. Versuchen Sie ein Zungenspitzen-R zu sprechen, dann bleiben Sie automatisch mit dem E auch richtig. Fermo a Gemona. Und Gemona, wirklich ein stimmhaftes G, Gemona. Apprendere un caffè. Hier ein sehr starker Unterschied zwischen unserem Café und dem italienischen Café. Sie haben eine Langkonsonanz und ein betontes offenes E hinten, un caffè. Apprendere un caffè, das R, auch bitte das zweite R sprechen, prendere und die E ist davor, nicht aufreißen. Prendere, nicht prendere sagen, prendere, sondern prendere un caffè. Viene anche Monica, hier haben wir das offene O von Monica, das Sie bereits kennen und auch in Viene ein offenes E, diese Verbindung IE, die Sie von Trieste, Siena bereits kennen, ist auch hier wieder offen. Viene anche Monica, auch hier fast wie ein Wort gesprochen. Passo da Tarvisio, passo, doppel S, Langkonsonant sprechen. Tarvisio, bitte das R aussprechen, nicht Tarvisio sagen, sondern Tarvisio. Das S zwischenvokalisch leicht stimmhaft. Ponteba, stimmloses P, bitte nicht behaucht, nicht Ponteba sagen, sondern Ponteba. Und dafür ein langes stimmhaftes B. Ponteba, B. Wieder zur Kontrolle die Hand an den Hals vorne legen und Sie werden es merken, den Unterschied zwischen B und B. Tricesimo, einfach alle Vokale schön aussprechen und das Tsch schön stimmlos. Tavagnacco, das N, aufpassen, dass Sie nicht ein G hören lassen. N und die Langkonsonanz in Gnacco. Ja, das wäre unser erstes Modul. Wenn Sie sich das alles durchgehört und gearbeitet haben, wird es Ihnen viel Spaß machen, auch die Quizfragen zu beantworten.